Dein Lieblingsobjekt ist garantiert irgendwas von Elke. Ja, und zwar der Altar. Und da möchte ich Beth Stroganow ganz fürchterlich für danken, dass sie das so rekonstruiert hat. Ich habe heute auch extra noch ein Foto mitgebracht von Bonnie und Ovo, was da jetzt auch steht. Und das finde ich einfach toll, weil ich als Tunte liebt man einfach so kleine, schöne Sachen, anstatt immer nur auf weißen Wänden Fotos. Sag ganz kurz was zu rekonstruiert. Also es ist ja kein Altar, der jetzt hier im Museum nach Lust und Laune aufgebaut worden ist. Nee, das war ein Altar, das war Ovos Heilaltar, mit dem sie sich auch viel beschäftigt hat. Und da waren alle wichtigen Dinge, die ganz persönlich waren und die sich mit ihrer persönlichen Heilung, mit dem Körper und mit ihrem Geist beschäftigt haben. Also noch ein ganz anderer Aspekt von Ovo neben ihren liebtuenden und Showauftritten. Und Beth hat da irrsinnige Arbeit geleistet, den wirklich möglichst exakt, so wie er damals bei Ovo in der Wohnung stand, bis zum Tode wieder herzustellen, genau, jetzt hier ins Museum zu bringen. Toll. Vielen, vielen Dank, dass du groß berichtet hast. Und jetzt husch ich weiter. Such dir weitere Lieblingsobjekte.